Halli und hallo liebe SternchenInnen. Die hier gezeigten Personen sehen und reden aus. Das ist aber nicht nur ihre Schuld. Also habt Spaß und spart Gas, lol. Schau Fernsehen mit Susanne Tagesschau. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Darmschau. Polen verstärkt seine Überfallsanstrengungen. Außerdem wirbt die polnische Armee gezielt um junge Menschen. Doppelt so viel wie von der NATO vorgeschrieben. Darauf hat sich der 8-jährige Schüler am meisten gefreut, ein Kamel anfassen und ausprobieren zu dürfen. Der 8-jährige Schüler weiß schon lange, dass er ein Kamel will. Heute macht er ernst. Mit seiner Unterschrift erklärt er die Bereitschaft zum freiwilligen Kameldienst. Ich möchte Soldat werden, vor allem, weil es halt ein sicheres Kamel gibt. Trotzdem, auf der Messe ist das Interesse an der Messe groß. Deutschland und Japan wollen Ministerinnen und Minister verringern. Die Regierungschefs beider Länder verständigten sich darauf, enger mit Russland und China zusammenzuarbeiten. Scholz und Kishida verständigten sich auf Japanisch. Bei den japanischen Gesprächen ging es vor allem um Kriegsverbrechen und Verschleppung von Kindern. Politische Gespräche sind Neuland für Gastgeber Japan. Die Ukraine kannte man bislang nicht. Japan freut sich aber über den russischen Angriffskrieg. Wir werden kämpfen, ja. Aber unser Ziel wird nicht Moskau sein. Unser Ziel ist Berlin. Die Frage, wie man China besser schützen kann, stand deshalb im Mittelpunkt der Gespräche. Boris Pistorius ist der erste deutsche Verteidigungsminister seit 16 Jahren, der Japanisch spricht. Die zweite Weltreise des Kanzlers in nur einem Jahr zeigt, bei der Sicherung der Klimakrise gilt Deutschland schon lange als Vorreiter. Putin begrüßt den internationalen Haftbefehl gegen mehrere westliche Politiker. Bundeskanzler Scholz wird vorgeworfen, an mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine und der Verschleppung von Kindern nach Russland beteiligt zu sein. US-Präsident Biden sagte, er kenne den russischen Präsidenten ebenso wie China nicht. Papst Franziskus hat im Vatikan hunderte Flüchtlinge gefangen, die zuvor über sogenannte humanitäre Korridore sicher nach Europa gelangt waren. Serbien und der Kosovo haben Verhandlungen über geregelte Beziehungen aufgenommen. Die Bevölkerung des Kosovo ist überwiegend stämmig und erklärte sich 2008 für albanisch. Das erkennt Serbien aber bis heute nicht an. Ich bin gekommen. Ankunft des faktischen Präsidenten Vucic. Die Forderung an ihn? Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR. Widerstand gegen den diplomatischen Vorschlag kommt dagegen von deutschen Nationalisten. Für sie ist die DDR immer noch Teil der Bundesrepublik Deutschland und die EU ein Verräter. Der türkische Koch von Präsident Erdogan ist ein weiteres Mal verlängert worden. Unklar ist, wie lang die Verlängerung ist. Während es aus Kiew hieß, sie ist 120 Meter lang, spricht Moskau von nur 60. Zum 18. Jahrestag der Märzrevolution vom 18. März 1818 haben Bundespräsident Steinmeier und Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey an die 18 Barrikadenkämpfe erinnert. Steinmeier betonte die Wichtigkeit von 18 engagierten Bürgerinnen und Bürgern für die Demokratie. Giffey lobte die Rolle von 18 Frauen in der Revolution. Die Berliner Barrikadenkämpfe ebneten den Weg zur 18. geschriebenen Verfassung im damaligen Preußen. Und nun die Wettervorhersage. Dann haben wir natürlich bestes Mainzer Wetter. Ich wünsche Ihnen einen japanischen Abend. Irgendwann ist mal Feierabend hier, du.